Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist ein Tag vor Halloween, deswegen gehen wir jetzt einen Kürbis kaufen. Nein, wir gehen sogar zwei Kürbisse kaufen. Einen kleinen für Ayas, einen großen für uns. Und dann stechen wir ihn aus, machen ihn gruselig, stellen ihn vor die Tür mit Kerzenlicht, dem Ayas. Und dann sind wir voll ready für Halloween. Ich fahre jetzt los und kaufe die Dinger. Du passt so lange auf Mama auf. Was geht ab? Ich bin wieder zu Hause. Leute, was war los heute? Ich glaube, weil am Montag Feiertag ist, war so viel los. Ich war im Kaufland. Ich wollte euch eigentlich mitnehmen, wie ich einkaufe, aber Leute, ich konnte keinen Schritt machen, ohne dass ich jemanden auf die Füße getreten bin. Deswegen konnte ich da echt nicht aufnehmen. Aber ich zeige euch mal, was ich geholt habe. Einmal so einen kleinen Kürbis für den Ayas. Und der ist für uns. Da war auch gar nicht mehr viel Auswahl da, deswegen habe ich einfach die besten mir noch geschnappt, die da waren. Dann bin ich damit so an die Kasse. Da war so ein älterer Herr vor mir. Ich sag so, hallo, entschuldigen Sie. Darf ich bitte vor, ich habe es ein bisschen eilig. Ich habe auch wenig Sachen. So, ein auf den. Und dann dreht er sich so um zu mir. Und dann schreit er mich da an. So richtig auf Schwäbisch noch. Er sagt so, siehst nicht, wie lang die Reihe hier ist. Ich warte hier schon seit 15 Minuten und so weiter. Naja, heute waren irgendwie alle ein bisschen aggro drauf, alle ein bisschen aggressiv. Let's go. Gehen wir rein. Mal schauen, wie Ayas auf die Kürbisse reagiert. Er denkt bestimmt, das sind Bälle zum Spielen oder so. Hi. Ayas, schau mal, Baba Nerl, das ist eine. Oh, Anja, was ist das für ein schöner Kürbis? Wow, Ayas! Wie schön sieht das denn aus? Ich weiß nicht, was er damit anfangen soll. Oh, Anja, wie schön! Er will das wegschmeißen. Come with Ayas, Energy. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. Activate, activate. Okay. Let's go. Wir sind gerade in der Küche, wie ihr sehen könnt, und wir haben zwei Bobbel an unserem Hals, wie ihr auch vielleicht unschwer erkennen könnt. Ja, wir haben uns Mikros geholt, weil wenn wir unterwegs sind, Vlogs drehen. Das macht ASMR. Wenn wir unterwegs sind und Vlogs drehen, dann ist es halt immer voll laut draußen, dann hört man hier und da mal den Wind. Naja, ihr seht auch jetzt die zwei Kürbisse hier. Sagt uns auf jeden Fall, ob euch der Ton so besser gefällt, als wenn wir nur mit der normalen Kamera aufnehmen. So, ich bin gerade am Schneiden und deshalb muss ich jetzt euch mitteilen, dass die Mikros leider nicht funktioniert haben. Deshalb hört ihr auch die ganze Zeit den Ton von der Kamera. Also es hat nichts gebracht, dass wir die ganze Zeit diese Bobbles an unserem Hals hatten. Nur als Zwischeninfo. Tunja hat euch das bestimmt schon erzählt. Wir hatten schon einen Kürbis. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Diesen Kürbis, boah, wir haben richtig viele Kürbis hier. Diesen Kürbis wollten wir vor ungefähr 2 Wochen schnitzen. Haben wir extra gekauft für ein Video. Aber da sind wir spontan nach Bielefeld gefahren. Und das ist damit passiert. Also das können wir jetzt gar nicht mehr machen. Deshalb kommt der weg. Den Kürbis von Ayas können wir, glaube ich, nicht schnitzen, weil das ist wirklich viel zu klein. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Ah, und das ist das erste Mal, dass wir einen Kürbis schnitzen. Wir haben keine Ahnung, wie das geht. Das wäre eigentlich schon toll gewesen, wenn wir uns davon informiert hätten, was wir brauchen keine Anleitung machen müssen. Wir machen einfach drauf los. Leute, ich war wirklich motiviert, auch noch so das Haus zu schmücken, so von außen so ein bisschen. Deshalb habe ich mir eigentlich solche Sachen auch noch geholt. Hier, die wollte ich an Ayas Fenster dran kleben. Das habe ich halt für den Kürbis geholt. Das hat nur, das hat 5 Euro gekostet, ne? So motiviert war ich. Wie fangen wir an? Wir brauchen ein Messer. Dann machen wir erstmal ein Loch oben und dann holen wir erstmal die Innereien raus. Ayas. Ayas versucht auch zu schnitzen, aber halt auch seine eigene Art und Weise. Ich mache, glaube ich, irgendwas falsch. Hat mir nicht extra so ein Dings gekauft? Nee, du hast gesagt, nee, was für ein Scheiß, dass das doch mit den Sachen machen, die wir zu Hause haben. Ja, da hatte ich recht. Ja. Das wollte ich gerade nochmal sagen. Ja, wie mache ich das jetzt ab? Das kommt schon. Jetzt bin ich bei dir. Nein. Das ist fast wie Wassermelone schneiden. Ja, das kannst du auch nicht. Oh, Ayas. Schau mal. Wow. Schau mal. Wow, warum sieht das so eklig aus?
Hä, diese Chicken Decks, die kommen vom Kürbis? Ja, das sind Kürbiskerne. Wallah, ich wusste nicht. Ja. Das sieht echt eklig aus. Also, boah, krass. Heftig. So meine Keime. Eins könnte das jetzt echt mit den Händen rausholen. Ich habe ihn extra so ältere Sachen angezogen, damit er nicht dreckig wird. Da, fast rein. Er hat Angst. Tschka. Ja, schau mal, ich zeig dir das Bananen, back. So, oh Gott, das sieht echt eklig. Boah, das sieht schon voll eklig aus. Ich glaube, damit klappt es gut. Nein, aus Dings hat mir keinen. Doch, guck mal, damit klappt es echt gut. Guck mal das hier. Oh, check it out. Wir können die trocknen und essen. Ne, Alaka. Jetzt mal ehrlich, nein. Warum? Das ist nein, viel besser. Nein, das ist nicht stabiler. Viel besser. Ja, erstmal müssen wir doch diese Innereien rausholen. Boah, das ist voll eklig irgendwie. Holy Spirit, activate. Warum habe ich die ganzen Ohren davon? Holy Spirit, activate. Nein. Oh, Eier sind ab. Oh, Leute. Eier sind ab. Ich glaube, ich werde nie wieder diese Kürbiskerne essen. Ich finde es gerade so witzig, dass du nicht wusstest, dass es halt von einem Kürbis kommt, aber okay. Ich dachte, die heißen nur so. Sonnenblumenkerne heißen nicht Sonnenblumenkerne, weil sie nicht aus Sonnenblumen kommen. Ja, das kennt man ja so, aber... Kürbiskerne activate! Kürbiskerne activate! Wow, das mag's auch nicht. Ich stimme. Ja. Nein? Also jetzt ist das so leer, wie ihr sehen könnt. Was ist das für ein Bauch? Ich habe einmal einen Kugelschreiber und einmal einen Eyeliner. Für was? Damit wir die Form hier schneiden. Das schaffen wir ohne. Einfach so. Ich würde sagen, hier machen wir ein Auge, weil hier sieht das so ein bisschen komisch aus. Halloween. So, das wäre jetzt meine Skizze. Was denn? Ist nicht gut? Das sieht voll freundlich aus, Emmy. Yes, in der Rare. Er schlägt ihn einfach. Wow. Ich bin nicht wirklich nach meiner Zeichnung gegangen, aber... Ich finde, wir haben das bis jetzt richtig gut gemacht. Jetzt kommt der Mund. Ich habe mir das voll schwer vorgestellt. Boah, ich kann das voll gut irgendwie. Keine Ahnung warum. Ich sollte Kürbisschnitzer werden vom Beruf. Ja, da arbeitest du nur einmal im Jahr. Der kleine Herr hier versucht die ganze Zeit, unser Stativ auf den Boden zu schmeißen. Mega easy. Boah. Das sieht richtig gut aus. Sollen wir hier unten noch ein Loch und dann über den Kopf ziehen? Nein. Hä, der ist richtig gut geworden. Aber ich glaube, wir müssen noch so diese Kleinigkeiten hier. Jetzt schau mal. Lass diese Fäden aber da. Warum? Das ist voll gruselig aus. Sieht eklig aus. Das soll doch eklig aussehen. Es ist Halloween, Mann. Es soll nicht schön aussehen. Ich muss jetzt wischst du den noch sauber. Sollen wir ein bisschen Make-up drauf machen? Hey, vielleicht will ich einen schönen Kürbis. Jetzt riecht der auch noch gut. Nach Babypopo. Und lass uns so die Feuchtücher von Eiern. So, jetzt fehlt noch eine Sache. Das Licht. Wow. Ja, jetzt schau mal. Es ist uns echt gelungen. Wow, guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal. Das sieht hässlich aus. Ah! Guck mal, wie eklig das geworden ist. Back? Ist das gut geworden? Wow! Wenn es spät abends wird, also wenn es dunkel wird, zeigen wir euch den Kürbis nochmal draußen. Und vielleicht dekorieren wir hier und da mal noch so ein bisschen. Also wie gesagt, morgen ist ja schon Halloween, also es wird nicht so lange bleiben. Aber egal, Hauptsache wir haben es gemacht, ich wollte es die ganze Zeit machen. Nach so viel Action werden wir jetzt die Kürbisse rausstellen. Ah, es hat schon wieder neue Spielzeuge. Ah, geh mal kaufen. Ich hab's nicht. Guck mal, wie er weiß, dass er rausgehen wird. Er geht sofort zu Tieren.
Hier auf dem Boden haben wir auch schon mal Lichter. Boah, wir müssen bald hier auch nochmal alles fegen. Ne? Das ist das Doofe bei uns. Weil wir so viel Grünzeug hier haben, im Herbst sind wir echt am Arsch. Schaut euch das mal an. Eigentlich habe ich sogar viel mehr Deko. Ich habe den Kürbis vom Eier so ein Gesicht gemalt. Das ist richtig süß geworden. Wo ist Eiers? Ach, da. So, wo ist er? Das müssen wir noch hier in den Müll packen. Eiers liebt diesen Frosch und er ist ihn direkt mal besuchen gegangen. Das hat die Oma gebracht, ne? Oh, Eiers, du bist ja schon so groß geworden, dass du ihn selber anfassen kannst. Krass. Wow. Wow, das sieht echt krass aus. Wow, wie cool, ey. Mag, wer jetzt mag. Also, die beiden sehen gerade echt richtig böse aus. Wow. Gertin? Das haben wir zusammen gemacht. Okay, du weniger, aber. Er hat schon Respekt davor. Ey, oh, guck mal. Happy Halloween. Happy Hello. Wow, er versucht die Spinne rauszuholen. Düste? Dann habe ich hier schon zwei fertige Kürbisse. Da habe ich solche Lichter reingepackt. Ich weiß nicht, soll ich die hier hin tun? Wir müssen echt die Grüntonnen hier wegpacken. Das sieht gerade so lame aus, ne? Aber okay. Ich hoffe, die fliegen nicht weg. Etwas Halloween-like geschmückt. Wenig, aber ist okay. Ich hatte eigentlich voll viel vor. Ich habe sogar noch ein paar Sachen drin, aber das passt hier gerade nicht. Draußen haben wir jetzt zwei solcher Dementoren. Ich als Harry Potter-Fan. Ah, jetzt komm. Okay, es reicht. Es ist schon kalt geworden. Doch, doch, komm. Nein, nein, nein. So, das war's dann noch mit dem Video. Aber natürlich gibt es am Ende immer Shoutouts an diejenigen, die die Glocke aktiviert haben. Das sind jetzt diejenigen, die im letzten Video kommentiert haben. So, Berin Yüceli. Yücel hat geschrieben. Warum liest du die Namen immer falsch? Ist wieder mal ein unnormal lustiges Video geworden. Das Glocke stimmt. Aktiv. Dankeschön. Schon seit es den Account gibt. Wow, danke. Aber das Video ist echt witzig geworden. Also ich habe mir das dreimal angeschaut. Lagesa Rama Hamitaga hat geschrieben, oh mein Gott, ich liebe euch. Glocke aktiv. Danke. Also das ist echt witzig, dass du türkische Namen nicht lesen kannst, aber dann kommen solche Namen. Tuva Gül hat geschrieben, so eine tolle Familie. Inshallah, hep mutlu olursunuz. Glocke aktiviert. Dankeschön, Leute. Vielen Dank. Hey, du hast schon wieder drei Leute genommen. Ja. Hä? Nächstes Mal gibt es vier. Also fleißig kommentieren. Danke, wir lesen jeden Kommentar von euch. Also danke für eure Unterstützung, danke für eure Liebe. Danke, dass ihr immer da seid. Danke, dass ihr immer so aktiv seid. Und ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.